Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Ja, willkommen zu Anno 1800. Wir hatten es mal kurz angespielt. Das war die Open Beta vor kurzem. Und nochmal zusammen die Kampagne. Was kriege ich hier alles? Irgendwelche freigeschalteten Ubisoft Club Belohnungen. Das ist nett. Freut mich. Ja, neues Spiel. Wir konnten nichts übernehmen. Also wir fangen nochmal neu an. Ist jetzt nicht so schlimm. Mach mal in Ruhe, Schritt für Schritt. Neues Spiel. Kampagne erstmal. Fortsetzen. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Dieser Vorwurf in der Stimme, ja? Mietfischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Du erinnerst dich, was Arbeit ist? Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Nee. Da ist noch etwas Dynamit übrig. Alles klar, so, also. Einstellungen habe ich gelassen, die waren eigentlich gut. Und ich muss sagen, ich finde das grafisch super. Also nach wie vor fand ich schon immer auch die letzten Sachen, die letzten Spiele, die hatte ich auch gespielt, die Anno-Spiele. Cool. Okay, das heißt, wir machen erstmal wieder hier unsere Position, Übersicht, wähle das Schiff und dann hole Dynamit. Dann fahren wir mal hier hin. Da hast du es. Aber sei ja vorsichtig. Naja, da kann doch nichts passieren. Ich schmeiß das Zeug rein, zünd das Feuer an und dann macht's Rums. Oder? So, dann schauen wir uns gleich mal an, wie das hier rumst. So, muss ich klicken und dann Feuer. Du erkennst eine gute Gelegenheit. Yep. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Nee. Aber wo ist er? Achso, hier. Okay. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Ja, guck mal, hör mal. Ah, das war's doch. Noch mehr verkohlter Fisch. Ja, verkohlter Fisch. Jawohl. Und drauf. Sie erwarten nicht gerade Papageifische. Irgendwas mit Flossen sollte genügen. Super. Ein Haufen verkohlter Fisch. Frisch auf den... Ja, ich hab's verstanden. Musste mir die immer unter der Nase, unter die Nase reiben. Bei dem ersten Knall war mir schon klar, dass ihr es seid. Zeigt her, was ihr dieses Mal dabei habt. Lecker Fisch. Brauchst du gar nicht mehr grillen. Ist schon angegrillt. Ach, dieser verbrannte Gestank. Gib her. Was auch immer das ist. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung. Okay. Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Wie jetzt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Kopf über einen Misthaufen. Also ihr verlassen die neue Welt und geht zurück zur alten Welt. Also nach Europa. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Familie. Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritterwürde beraubt. Wirst du uns beistehen? Jetzt, da Vater eingekerkert ist. Es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich.
Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal, wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Ja, möge. Das mache ich. Das war's. Ditchwater. So, Ditchwater. Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf dem verwaisten Eiland? Ah, das ist ein Typ. Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Ja, das ist Unsinn. Wir können wir loslegen. Wir müssen ein Zuhause schaffen für genau. All die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Okay, dann fangen wir an zu. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Ja, 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 ja. Da steht's. Erstmal Marktplatz. Lagerhaus brauchen wir auch. Marktplatz. So. Gehen wir ein bisschen hier hin. Oben haben wir 20 Bretter. Bauernhäuser. Das Wichtigste sind dann die Straßen, die. Ich habe das eigentlich immer, in den Spielen habe ich das eigentlich immer so ein bisschen symmetrisch gemacht. Das heißt, das hatte ich dann immer eingekreist, so diese hauptmittleren Sachen vom Geld her haben wir jetzt, haben wir erst, eigentlich erstmal genug. Das heißt, wir können ja erstmal ein bisschen bauen, ausgeben, investieren. So, Bauernhäuser hier vorne lasse ich vielleicht mal Platz. Passt das? Ein neues Zwischenziel. Ach, das passt nie nebeneinander. Das ist natürlich. Warte mal, das ist natürlich blöd. Ich will das natürlich so machen. Da muss ich das natürlich nochmal wegmachen. So. So. Weil ich das schon kompakt machen will. Jetzt. Du aus reiner Boshaftigkeit? Ja. Ist das ein verzweifelter Versuch, Ich bin ein grundboshafter Mensch. Wenn du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Oh, das ist okay. Leck mich. Dieser geizige, herzlose Bastard. Das würde mir auch keinen Spaß machen. Der Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Ich mach das so. Dann ziehen wir das hier so hin. Genau.
Okay, die werden aufgerüstet. Wie viel haben wir jetzt hier drin? Ja, das ist klar, besser geht immer. Dann haben wir hier das. Und dann ist, denke ich mal, als nächstes mit wichtig, das hatten wir das letzte Mal gesehen, ich muss jetzt nicht warten, bis das jetzt alles so erzählt wird. Holzfäller. Ich lasse mal ein bisschen Platz. Hier drüben hatte ich den hingemacht, ne? So. Dann schließen wir die an. Das ist immer das Allerwichtigste. Und das bedeutet, das wird aufgeforstet. Alles klar. Arbeitet los. Dann ist noch wichtig hier oben diese Anzeige Bauernarbeitskraft, weil ich brauche Arbeitskräfte immer für alle Sachen. Und wenn die aus dem Ruder laufen oder ins Rote gehen, dann ist immer schlecht. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Sie sind Samuels Erbe, oder? Ja. Gott sei Dank. Also der Stift. Ich bereue jedes einzelne Wort, das er schaut richtig raus, ja? Ließ. Der wirft sogar einen Schatten. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten. Auf Kosten von Vater und uns. Ja, das passt an die heutige Zeit, oder? So, machen wir das mal wieder gerade, symmetrisch. Dann ziehe ich hier mal eine Zwischenstraße. Eine Querstraße. Die gehen hoch. Ich könnte natürlich auf jeden Fall, ich baue mal noch zwei Häuser, weil wir werden dann sehen, das wird knapp. Was ist das? Oh, sie brauchen mehr Bürger. Alles klar. Wie viel brauche ich? Steht das irgendwo? Gut. Es wird aufgeforstet. Na, mal schauen, wie du das so machst. Das sind alles nur Frauen hier, oder? Holzfällerin. Es ist sozusagen eine Holzfällerin. So, was ich natürlich brauche, ich meine, ich habe jetzt hier erstmal Lager, aber ich brauche auf jeden Fall mehr Lagerhäuser. So, das bedeutet, was fehlt jetzt hier? Holz fehlt. Oh, ja. Warte mal, ich mache mal wieder schneller hier, dass das hier, also auf Stufe schnell, was haben wir noch? Sehr schnell, das können wir dann später machen. Das machen wir erstmal auf schnell. Arbeitet der hier hart? So. Krische fette Kanone hier. Kommt das erste Holz. Vielleicht mache ich noch einen dritten Holzfäller, oder? Gut, wir haben drei Bauern noch. Los, kommt, Jungs. Und Mädels, pflanzt euch fort. Macht los. Okay, dann hauen wir hier mal noch zwei Häuser hin. Achso, ja, Holz. Alles klar. Ach, das wird jetzt gar nicht gebaut, hä? Das wird dann so... Ja, warte mal, dann machen wir das weg. Okay, jetzt haben wir es. 40, jetzt entfernen Vater wir die Ruinen. Ich hätte gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Gut. Holz. Lass uns alle Bewohner Platz. Versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Das ist schon erledigt. Alles weg. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Naja, kommt drauf an. Kann das war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Alles klar, dann machen wir wieder hier unsere beiden Fischerei. Dinger hin. Klitschen wir die hier dran oder machen wir die vielleicht ein bisschen. Mach die mal ein bisschen weiter weg. So. Abstand. Andererseits, dann ist der Weg vielleicht. Egal. Okay. Angeschlossen. Supi. Und jetzt hatte ich gesagt... Oh ja, jetzt sehen wir hier oben minus 10. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, wir bauen hier noch ein bisschen aus.
16 Stück, das ist okay. 1, 2. Wie viel hatte ich hier? 3 und dann eine Querstraße. Dann machen wir das wieder. 3. Oder Weg, Straße ist es ja noch nicht. So, und dann ballern wir hier noch ein Lagerhaus hin. Bei hier unten müsste das reichen. Ja, wir müssen mal sehen. Ich denke mal, wenn wir hier das Holz haben, dann werden wir hier oben vielleicht noch ein Lagerhaus hinhauen. Ja? So, was müssen wir beherbergen? Alles klar, nächstes 100. Dann investieren wir mal ein bisschen hier. Zack, zack, zack. So. Uns gehen die Bretter aus. Bus? Ach so, doch es ja. Es haben noch welche in den Ruinen hier. Genau. Am besten, du siehst doch schon nach. Irgendwo? Meine Güte, was mit meinem Hals los? Um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Gut, dann machen wir das. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, das ist immer gut. Genügend Holz zu haben. Kriegen wir das noch hin? Ja, ich glaube, das kriegen wir auch noch hin, oder? Alles, was du bisher errichtet hast, war aus Holz. Wir brauchen mehr davon, um weiterzumachen. Yep. Mach alles hier. Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen. Und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Okay, ich brauche hierfür mehr Bürger. Ja, genau. Jetzt geht's nämlich los. Also wir brauchen erstmal Bretter. Das heißt, Sägewerke bauen. Das hatte ich nämlich ganz vergessen. Warte mal, wir machen das so. Wir machen in der Mitte ein bisschen. Warte mal, oh, das ist ein Minus. Ich wollte mal kurz checken. Vielleicht mache ich die Musik ein bisschen leiser, oder? Also ich würde das mal sagen, so ein Müh-Option. Audio. Die Cloud-Stärke. 70, ja? 70 ist okay. Zurücksetzen? Nee, das lassen wir. Fortsetzen. Genau. Spielstand gespeichert. Das ist nett. So, ich hatte nämlich so grob vor, ich mache hier kompakt die Häuser hin und dann rechts und links so ein bisschen Industrie. Das heißt, wir setzen hier ein Lagerhaus hin. Und das Lagerhaus, das binden wir dann ein. Also kreisen, so. Und dann machen wir das so. Warte mal. Nee. Gefällt mir nicht. Wir machen das so. Okay, und dann machen wir das am besten. Oh, passt nicht ganz hier. Passt nicht ganz hin. Da gibt's einen Knick. Egal. Ja, muss ja nicht ganz so. Das sieht doch sonst auch steril aus. So, und jetzt nimm mal bitte hier dein... Platzier ein Sägewerk, ja. Das Ding weg, so. Sägewerk. Bretter, sehr gut. Bretter. Ich werde versuchen, nicht an den Sack zu denken. Also diesen Gedankensprung, den hatte ich nicht. Wie überfällig sie auch sein mag. Ach, aber diese Vorwürfe. Ja, warte mal, was haben wir jetzt hier? Fehlende Ware, ist klar, es wird nur transportiert. Ich würde vielleicht noch ein zweites hier hinpflanzen, ne? Weiß ja nie. Was daneben? Wir machen es daneben. Genau, und dann hat man gesagt, wir brauchen noch, das machen wir jetzt auch noch als letztes, Wolle. Da hauen wir hier die Schäferei, die machen wir dann hier so hin. Da, machen wir so hin. Da hauen wir da hin, zwei Stück haben. Okay. Das schließen wir an. Und warte. Es war wieder nicht perfekt. Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Ja, ja, ich lege sie an. Will erstmal.
So, das machen. Genau. So, wie viele Arbeiter haben wir? Okay, 44 noch. So, jetzt machen wir hier. Einige Felder könnten helfen. Ja. Drei. Eins. Zwei. Drei. Super. Und bei dir hier unten machen wir das Gleiche. Schönen Tag auch. Cool. Und dann machen wir die Weberei. Dann haben wir es eigentlich... geschafft noch nicht, aber dann kann es erstmal losgehen. So, warte mal, vielleicht siehst du, jetzt haben wir nämlich Folgendes. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. So, was ist jetzt schon wieder los? Zu viel, was, zu viel Transporte. Schöne Ware. Ja, ist klar. Okay. Arbeiter werden knapp. Das heißt, wir bauen hier noch ein paar Hütten hin. Und dann haben wir es eigentlich erstmal geschafft für heute. Wir müssen ja nicht klar alles hier durchreisen. So. Schließen die noch ein. Supi. Supi, supi, supi. Und da haben wir es doch eigentlich geschafft heute. Hier, unsere Schäfchen. Sinse, Schnaps macht ihr Volk zufrieden. Genau, Alkohol ist total wichtig. Das machen wir das nächste Mal. Okay, coole Sache. Ich habe einen höllischen Durst. Ja, nimm Wasser oder so. Und nicht jetzt hier unbedingt Schnaps. Frühen Morgen hier. Naja. Gut, liebe Leute, dann machen wir erstmal Schluss und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht Spaß, auf jeden Fall. Bis dahin, ciao.